fährt jede Kurve auf zwei Rädchen. Schnallt euch an. Also nicht wegen ihm, sondern es ist Pflicht, das Versicherungswesen vom Flughafen. Am Ende vom letzten Krieg. Man hat wieder mal ein bisschen Geld im Portemonnaie gehabt. Schöne Sachen haben wir gesehen. Heiland haben wir genug gesehen. Und die zivile Verkehrsflieger hatten eine traumhafte Zuwachsrate. Und schon 1975 ist das Terminal B eröffnet worden. Das ist dort, wo wir gestartet sind. Aber wie schon gesagt, das ist die neuere Ausgabe. Übrigens, wenn Sie jetzt rechts schauen, sehen Sie das Airside Center. Das ist 2004 eröffnet worden. Und das ist auch das Wahrzeichen vom Flughafen Zürich. Die Glasfläche, die hat eine Ausdehnung von 3800. Das ist Flughafen AG. Flughafen Zürich AG. Rund ein Drittel von den Aktienwerten vom Kanton Zürich gehalten und 5% von der Stadt Zürich und der Rest ist in privaten Händen. Der Flugplatz generiert pro Jahr ca. 1 Milliarden Umsatz. Rund 2/3 davon werden vom Flugbetrieb generiert, also von der Aviatik, und 1/3 davon wird von diesen zwei. Davor sind es glaube ich 1500 Piloten, 3500 Flight Attendants und der Rest ist administratives und technisches Personal. Hier rechts von uns ist Frachtanlage. Da werden pro Tag zwischen 1200 und ein Flugzeug hierher. Und dort werden die Passagiere hier in Empfang genommen, abgefertigt und nachher rausgelassen. Dementsprechend auch Flugvorbereitung und das Zeug. Hier rechts ist wiederum der Abstellplatz von privaten Fliegern, Sportmaschinen. Aber nichtsdestotrotz, das Business läuft wie der Teufel. Es ist ein Kommen und Gehen. Hier nebenan etwas anderes, das ist die Rega, Rettungsfluggesellschaft. Sie hier gerade rechts von uns schauen, sehen Sie gerade die Maschinen im Anflug auf Piste 1432. Das ist die zweitlängste Piste, die ist 3300 Meter lang. Der Flughafen Zürich ist so auf sumpfiges Gebiet und darum müssen wir den Rechtsfundament machen, bevor wir das Gebäude aufgestellt haben. Das Gebäude ist 480 Meter lang, 75 Meter breit. Und auf dem Dach oben ist die zweitgrößte Photovoltaikanlage der Schweiz, die generiert doch 3% vom Energieverbrauch vom Terminal A. Plus hier am Dach oben ist noch eine Regenwassersammelanlage. Aber das Wasser, wenn nicht das Trinkwasser braucht, aber für die Toilettenspülung, so kann man sich natürlich Tausende und Abertausende von Hektoliter von kostbarem Trinkwasser sparen. Normalerweise docken hier ca. 19 Langstreckenmaschinen an oder 27 Kurzstreckenmaschinen. Je nachdem, im Moment ist ein bisschen nichts. Fried mitnehmen, nicht verschrecken, wenn ich das sage. Da kann ungefähr 325.000 Liter Kerosin mitnehmen. Das entspricht ungefähr 220 Tonnen. Und von denen hat der Swiss im Moment, glaube ich, 9 so solche Maschinen bestellt. Und die werden die Airbus A340, also das, was wir hier hinten sehen, von uns ersetzen. Das, was wir hier vor uns sehen, das ist ein Airbus A330-300 von der Swiss. Das sind eine neuere Maschine. Da gehen ungefähr, die hat ein Abfluggewicht von 235 Tonnen. Die kann theoretisch plus minus ungefähr 266 Passagiere mitnehmen. Über eine Distanz von ca. 10,5. Die von ihrer Klasse, von der Schubklasse, ist aber auch die teuerste. Da liefert ungefähr 35 Tonnen Schub. Das sagt Ihnen vielleicht nicht viel. Aber in der Unterlage von der Rolls-Royce da steht, und 5 Tonnen Schubverzeuge, also 5000 Kilo Schubverzeuge, muss die Turbine hier 30.000 PS leisten. Der Motor hier leistet 35 Tonnen Schub. Dann reduziert er die Leistung und dann braucht er noch zwischen 2,8 und 3,5 Tonnen Kerosin pro Stunde pro Drehwerk. Übrigens, so ein Motor kostet 36 Millionen Franken. Die beiden Motoren zusammen, das ist rund 1/3 vom Flugzeug. Das Flugzeug selber ist ungefähr im Moment zwischen 210 und 200 Euro. Und rund 70 Hektare davon, das ist links von uns, das ist Naturschutzgebiet. Hier innen kann Flora und Fauna Wald und schalten, wie sie will. Der Mensch greift nur ganz leicht ein, also nicht viel. Die Tiere, die wir hier nicht wollen, das sind Rehe und Wildsäue. Weil ein Zusammenstoß zwischen Rehe und Wildsäue, das kommt nicht gut aus, weder für das Tier noch für das Flugzeug. Die Rehe und das Wildsäue, die man hier innen kann, die sind nicht abgeschossen worden, sondern die sind eingefangen worden und die sind nachher später im Bülacher Wald freigelassen worden. Wenn es der Herrgott will, laufen sie dann noch frei um. Wenn sie Pech haben, dann sind sie irgendwann einmal als Rehrücken von den Tellen gelandet. Oder sie hängen an der Decke irgendwo in einem Keller als Wildsauwurst. So wie es der Herrgott will. Hier sehen wir vermutlich gerade einen Airbus A320 bei der Landung. So eine Maschine hat ungefähr eine Anfluggeschwindigkeit von etwa 250 Stundenkilometer.
Wenn dein Pneu kann man etwa 1000 Landungen machen. Und dann ist die Grundstruktur des Pneus, das ist die Karkasse. Dann ist das ist durchgewacht und dann ist Ausschuss und der Pneu wird nachher rezykliert. Also wieder verwertet. Voilà, und schon wieder 150 Gramm pro Rate. Und wenn Sie genau schauen, sehen Sie den schwarzen Streifen hier in der Mitte der Piste. Das ist nichts anderes als eine Cousine, aber es kommt langsam an unser Alter rein, wie wir Menschen auch. An einem gewissen Alter knackt es überall. Einmal knackt es im Ellbogen, dann knackt es im Kopf und unten durch ist man auch nicht mehr so ganz dicht. Das passiert in der Maschine genau das Gleiche. Technische Störungen und die werden nächstes Jahr ab dem Frühling mit einem neuen Flugzeugtyp ersetzt. Das heisst dann Bombardier CS-100. CS-100 heisst, das ist eine 100er Serie, das heisst von 125 bis 145 Passagiere können damit. Sehen Sie hier, wie es aussieht um einen Flieger herum, bevor er geht. Sie sehen hier, wie es so wie einen Ameisenhaufen um. Das heisst, da wird der Fracht wieder eingeladen, sucht schon wieder Doppeltunnel. Wir gehen jetzt unter eine Westpiste durch. Der Tunnel ist ungefähr 1 Kilometer lang. Hier innen hat es, was Sie nicht sehen, was wir nicht sehen, ist ein sogenannter Energietunnel, das Wort sagt schon. Hier innen kommen Kabel zum Terminal, zum Betrieb halten, plus Frischwasser zuführen, Abwasser abführen. Was hier innen hat, sind das Förderbänder. Das heisst, wenn Sie in die Ferien gehen und Ihren Koffer in der Hose mit den Highland-Sandalen und Ihr Gepäck ist dann in Zentralafrika und dann mit den warmen Kleidern. Aber wie schon gesagt, es trifft immer nur den bösen Loch. Zu 99,9% klappt das. Wenn wir jetzt rauskommen, schauen wir mal hier oben rein, hat es 60 verschiedene Geschäfte. Und die 60 Geschäfte die generieren doch einen Umsatz von 300 bis 350.000 Franken pro Tag. Der Flughafen AG hat ein neues Projekt jetzt, das nennt sich der Circle. Das ist nochmal ein Gebäudekomplex außerhalb vom Flughafen, also da praktisch noch die Baubewilligung ist vorhanden. Was wir jetzt noch suchen bis im Frühling, das sind noch ein paar langfristige Mieter von diesen Büroräumen, die auch noch entstehen. Und wenn wir das etwa so 50% beieinander haben, dann fangen wir an zu bauen. Flughafen ist schon voller Dinge, hoffnungsvoll, dass wir hier im Frühling können anfangen bauen. Da sind jetzt aber auch so Lifestyle-Artikel, das heisst, das ist mehr in Mode gekommen. Das heisst zum Beispiel, wenn Ferrari, Lamborghini. Also, wenn ihr immer am Dock ist, dann merkt ihr. Was ihr hier rechts von uns die grosse Röhre, hinter von unserer Gesellschaft, das grosse Gebäude, ist ein Gefängnis vom Bezirk Bülach. Und das niedrige, längliche Gebäude, das sind Ausschaffungsgefängnisse, wenn die ausländischen Kriminellen ihre Strafe abgebüßt haben, werden sie hier zwischengelagert. Bis wir so viel beieinander haben, dass wir eine Maschine chartern und sie nachher dann entsprechend brauchen. Wenn Sie hier sehen, es ist eine Miniatur-Schneefräse. Wenn Sie aber genau schauen, mal unter dem Bauch von diesen Lastwagen und der Ladefläche, jetzt so eine rotierende Bürste. Das heisst, und plus auf der Ladefläche oben, jetzt sehen wir so zwei grosse Röhren. Also das heisst, wenn diese Lastwagen das Gröbste gemacht haben, dann gehen sie nochmal hinten nach mit diesen rotierenden Bürsten und tun die Pisten und Rollwagen blitzeblanke super Punzen mit dieser rotierenden Bürste und der Schneestab, der aufgewirbelt wird, da wird er von einem grossen Gebläse, der oben montiert ist, auf die Seite raus. Hier nebenan sind Leute noch weiter springen, nicht über den Haken. Wir stehen unter Kontrolle vom Turm. Wir sind keine 90 Meter von den Pisten weg. Das ist ziemlich einmalig auf der ganzen Welt, dass wir mit Besuchern so näher an startenden Flugzeugen herangehen können. Das ist, wir machen das seit 40 Jahren, das ist immer gut gegangen. Wenn ihr unbedingt schaut, wie lange es geht, bis die Polizei da ist, bitte machen das mit der nächsten Führung bei meinem Kollegen. Dann sehen wir meine Wenigkeit, wir gehen auf die Terrasse, wir schauen dann von der Alarmauslösung, wie lange es geht, bis die Flughafenpolizei da ist. Aber es geht ziemlich zügig. Aber die entsprechende Person, die geht heute nicht mehr heim. Weil, wenn eine Person auf dem Dings, auf dem Rollfeld oder irgendwo nicht auf der Nähe von den Pisten ist, wo er nicht sollte, dann wird der Flugbetrieb gestoppt. Und das wird noch verdammt teuer. Das wird verdammt teuer. Das ist nicht so. Ah ja, genau. Sehen Sie da rechts von uns, sehen wir gerade die grossen Tanklöschfahrzeuge. Das Licht ist gelb und nicht blau, also ist nichts Spitziges. Hier sieht es im Moment nicht so gut aus beim Dings mit 83er. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Schauen wir mal, was passiert. Wir sehen gerade, der Sektor ist noch da, der Traktor ist gut dran, aber das Blitzlicht oben durch geht nicht. Also, wir können nur warten. Ich sehe, ist das
Also wenn Sie da aussteigen, bitte nicht.